gesagt hat, wir sind seit 7 Wochen in Streik an der Charité-Servicetochter CFM. Und zwar deswegen, weil uns dort Dumpinglöhne gezahlt werden. Die Menschen gehen für weniger als 7,50 Euro, die der Senat ja fordert, arbeiten. Wir arbeiten für 6,55 Euro die Stunde brutto, versteht sich. Und hier hinten, hinter uns, Sascha hat es gesagt, sitzt einer von denen, der dafür verantwortlich ist. Das ist Dussmann, der sich auf die Kosten von uns bereichern will, der sich das Geld in die eigene Tasche steckt. Bis weiterhin. Des Weiteren wird bei uns in der Charité natürlich extrem Streikbruch betrieben. Wir werden eingesperrt. Die Leute können nicht mit den Gewerkschafterinnen reden. Das Grundgesetz wird mit Füßen getreten. Man will uns das Streikrecht entziehen. Aber das ist mit uns nicht zu machen. Yes! Wir sind hier!